Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP als Ding am Start. Ich habe herausgefunden, wie man diese Wand hochkommt. Und zwar mit unserem coolen Haken kann man da dran. Und dann ist das alles easy peasy, lemon squeezy. Und dann öffnen wir uns jetzt erstmal hier eine Kiste in aller Ruhe. Das war gar nicht so schwer, aber ihr wisst ja, ne? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt hier ziemlich richtig. Ja. Hier sind noch so ein paar Gespenster, die wollen sich schlagen mit uns. Die werden aber schnell von uns auseinandergenommen, hoffentlich. Kein Bock hier zu sterben. Absolutely fucking not. Nee. Fickt euch. Ich gehe jetzt hier runter. In aller Ruhe. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt hier runter in aller Ruhe. Ich gehe da jetzt hoch. So wie ich Lust habe, da hoch zu gehen. Zack. Schön, das hat schon mal gut geklappt. Das macht mich schon mal überglücklich, dass das hier so prima klappt. Habe ich schon wieder richtige Nerven für. Wenn die Scheiße wieder so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Großartig einfach. So. Seht ihr? So, das war der ganze Trick bei der Sache. Unsere scheiß Maske anziehen, jetzt fliegen wir hier hoch. Jetzt gehe ich da rum. Hol mir diesen scheiß Amboss. Ich scheiß auf sie. Halsmaul. Nein, ich gehe jetzt wieder. Keine Zeit. Zeit ist Geld. Schon viel zu viel Zeit hier verschwendet, ihr Bitches. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir auf unser Pferd. Reiten zum alten vulgären Kopf. Und sagen, ciao, ich bin draußen. Deine Mutter. So, Wolgrim, du alte Kanaille, was geht ab, Alter? Ich brauch so ein Loch. Und jetzt gehen wir zur abgefuckten Treppe. Ah. Kinners. Das ist immer so komplex. Ne? Ist einfach zu viel auf einmal für mich. Es muss alles gekennzeichnet sein, wie man wo was machen muss. Nicht, dass ich hier 15 Minuten rumlaufe und nichts erreiche. Das ist nicht Sinn der Sache. Ihr Pimmelberger, ihr. So, was hier ist, eine eingestürzte Treppe. Das ist ja großartig. Wo ist denn hier diese Scheiße? Ach, die Scheiße, ganz oben irgendwo. Das heißt, wir müssen da irgendwie nach oben kommen. Das heißt, wir müssen die Treppe nehmen. Treppe ist da. Okay, auf der letzten Ebene ist diese Scheiße. Jut. Und hier sind bestimmt auch wieder Gegner. Geil. Ach ja, das war so klar, dass er einen Schuss macht und ich fliege genau, aber genau aus der Map. Macht wieder Bombensinn. Nervt mich nicht. Ich will nur wissen, wie ich da hochkomme. Das geht, Vanillabacken. Genau, alle sterben, Mann. Viel zu viele, Mann. Weil man kommt da so 10 Stück runter. Was ist los mit euch? Oh mein Gott, es sind ja noch mehr. Ah, und den heilen wir kurz. Falls wir echt nochmal gegen irgendwen kämpfen müssen, der uns richtig abfuckt. Das Maul jetzt mal.
Sei nicht so frech. Ich bin immer noch dein Meister. Okay, Chat, mal gucken. Hallo. Hallo. Bitte nicht angreifen. Ich muss kurz was machen. Ich würde das gerne in Ruhe öffnen. Ich habe gesagt, in Ruhe öffnen. Ich habe ein Auto in der Hand. Scheiße. Immer diese Autos in der Hand. So, ich nehme mir ein Auto und wirf dir das gegen den Kopf. Und ich nehme mir noch ein Auto und wirf dir das auch gegen den Kopf. Weil du stinkst. Klar, du kannst einfach ausweichen. Macht wieder Sinn. Macht wieder alles keinen Sinn in diesem Spiel. So. Auf den Boden, Mann. So, Bitches, wo seid ihr? Klein Wichser. Nee, nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay, beweg dich ruhig. Ich rasiere euch alle. Mir ist scheißegal. Mir ist so auf den Sack, ey. So hart auf dem Sack ist mir schon lang keiner mehr gegangen von denen. Warum ist einfach geplatzt, der Engel? Oder Höllenwache? Oder schmeiß weg den Scheiß. So. Wir bewegen uns weiter in Richtung Ding. Ja. Was geht ab? Bastarde. Ich wollte ihn greifen, ich konnte ihn nicht greifen. Das war ja scheiße. Jetzt. Also brauche ich das auch nicht mehr. So, ich glaube, da oben war die Klinge. Oder da hinten. Ich glaube, da hinten. Ja, da hinten, das kann so gut sein. Wir werden nicht nachgeben. Ihr müsst nicht nachgeben. Ihr müsst einfach nur sterben. Beugt euch eurem Meister. Das ist alles, was ich verlange. Und Flügel sind auch nicht mehr erlaubt. Weil meine sind auch nur so lausig. So, so. Oh, was macht der? Ich dachte, der ist tot. Komm. Na also. So, da oben ist auf jeden Fall das Teil. Aha, ich hab's gefunden. Gut, gut, gut. So, Höllenmaske anziehen. Und mal draufklopfen auf das Ding. Oh, dann müssen wir wieder zum alten Vulgrim-Kopf laufen. Das ist richtig unnötig. Können wir nicht von hier aus porten? Das ist richtig jazz. Dann Scheißweg wieder zurücklaufen. Okay. Wir laufen ihn zurück. Geschwind. Like a boss. Yay. Yay, da ist noch so ein Engelspaß, Wichser, was auch immer. Nerv nicht. Kein Bock, Mann. Ich hab gesagt, nerv nicht. Absolutely fucking kein Verlangen auf dich. So, so.
Ding ist, wie kommen wir jetzt da wieder runter? Warte, letztes Mal sind wir da irgendwie anders hier gelaufen, oder? Wir müssen nach unten kommen. Wie sind wir hier hochgekommen? Ach, da. Ach, ja. Wenn man sich mal auskennen würde auf der Map. Okay, Wolke um Kopf. Komm hoch. So, auf zur trockenen Straße. Okay, los geht's. Letzte Klinge. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Sehr gut, wir laufen hier souverän durch. So lob ich mir das. Sehr löblich von uns. Jetzt holen wir uns den. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Ne, die letzte Klinge. Letzte Klinge muss ich abgeben. Donkey. Und die ist. Hier. Ja, klar. Dies ist kein Hinterhalt, Reiter. Ich bin allein. Ich, Uriel von der Höllenwache, Meisterin der Weißen Stadt, rufe dich, Reiter, zum Next Sacramentum. Närrin. Vor dem Schöpfer beanspruche ich dein Leben. Willst du auch dieses Gesetz entehren? Warum? Weil Abaddon sagte, dass du Ehre verstehst. Und weil er der Beste von uns war. Der Todesschwur kann nicht gebrochen werden, bis einer durch die Hand des anderen fällt. Ich nehme an. Wir kämpfen auf Leben and Death. Wir haben doch schon mal gegen die gekämpft und wir haben die richtig auseinandergebutschert, Alter. Die war richtig machtlos gegen unsere übermächtige Klinge auf Death. Boah, der war heftig. Okay, der war ein bisschen heavy für mich. Den habe ich nicht gerechnet. Komm. Greif mal an. Nein, ich will mal kontern, so. Ah, kann ich nicht. Okay, gut. Dann müssen wir draufhauen. Meine Mutter hat das auch letztens gesagt. Verteidige dich, Verräter! Nein! Stirb, Verräterin! Jetzt komm auf den Boden der Tatsachen zurück, damit ich dich richten kann, Verräterin. Wer hat hier wen verraten, du alte Schlampe? Du unterschätzt mich. Deine Mutter unterschätzt dich. Oh nein, 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 nein! Aber kein Eisen. Och ja, Mann. Als ob, ey. Du bist ungeschützt. Wie unvorsichtig. Hey, ich hab doch B gedrückt, Mann. Was will die von mir? Och nein, ich will das nicht mit dem Ding. Ich sterbe hier. Tot. Verteidige dich, Verräter. Schlampe. Ich hab sie doch gepuncht, like a boss, ey. Oh, kann die jetzt mal sterben, die hat schon so viel Damage von mir bekommen. Ich bin sowas von überlegen eigentlich. Random Klingen sind unfair.
Ich hab so wenig Leben nur noch, Mann. Übertreib doch nicht, du Schlamper. Ey, ich halte mich richtig gut mit meinem Lowlife. Ich muss sagen, ich bin richtig gorgeous. Als mich tot. Als Morschlampe, du hast das Glück, dass du mehr Leben hattest als ich. Ich brauche mehr Leben, ich brauche mehr Stamina. Aber eigentlich könnte ich sie jetzt natzen, glaube ich. Ja, das haben wir schon gesehen, das will ich nicht nochmal sehen. Ah, das ist aber schade, dass sie keine Helfbar eigentlich hat. Ah, ich habe so sogar mein Pferdchen. Komm, Pferd. Komm, Pferd, Pferd, Pferd. Wo ist das Pferd, Mann? Warum kommt das Pferd nicht? Ist dumm. Verteidige dich, Verräter. Och, alter Schlampe. Schlampe! Hallo. Deine Mutter unterschätzt dich auch manchmal. Als ob. Och, Alter. Jetzt geht sie in die Luft, Mann. Jetzt, wenn sie nicht soll. Jetzt, wo ich sie gerade richten wollte. Du unterschätzt mich. Verteidige dich, Verräter. Oder kann jetzt sterben? Eigentlich echt jetzt mal Zeit. Nein. Schlampe, get ready. Ja, ich laufe jetzt überall rein, mach wieder Sinn. Bleib an. Tu es. Stelle dich deinem Schicksal, Schlampe. Du kannst nicht gewinnen. Auch wenn du gerne würdest. Fuck. Oh, nicht das schon wieder, Mann. Das ist das Schlimmste. Das ist richtig dumm. Komm jetzt, greif an. Oder muss ich dich richten? Na also. Ja. Ja. Worauf wartest du noch? Mach dieses Weib kalt. Krieg! Wage es ja nicht wegzugehen! Das Nex-Sakramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du. Du hast einen Eid geschworen. Abaddon ist der Zerstörer. Lügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Oder was aus ihm werden könnte. Abaddon! Ihr wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung. Ich war beim Baum.
Seine Gabe war die Wahrheit. Und jetzt teile ich sie mit dir. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden. Wir haben die Schlampe besiegt. In der nächsten Folge holen wir uns das letzte Teil der Klinge. Den letzten Teil der Klinge, wie auch immer. Ich hoffe, wir kommen dann auch langsam zum Ende. Ich glaube, wir kommen zum Finale. Können wir den finalen Boss legen und überaus gorgeous sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.